Anansi und der Topf voller Bohnen. Ihr habt bestimmt schon von Anansi, der Spinne, gehört. Er ist ein Tunichtgut, ein Gauner und der König der Geschichten. Und heute will ich euch eine solche Geschichte erzählen, die euch ein wenig zum Lachen bringen wird, Spaß macht und euch ein bisschen mehr erfahren lässt über die bekannte, volkstümliche Figur aus dem fantastischen Afrika. Es war ein heißer Tag, wie alle Tage in den letzten Monaten. Anansi saß in seinem Haus am Fenster und war gelangweilt. Ich habe heute überhaupt nichts zu tun und diese Langeweile macht mir echt überhaupt keinen Spaß. Was soll ich tun? Oh, was, wenn ich einfach zu Oma Spinne gehe? Sie wird sicher etwas für mich zu tun haben. Und sie wird gewiss etwas Leckeres für mich kochen. Und so machte sich Anansi auf den Weg zum Haus von Oma Spinne. Als er dort ankam, klopfte er an die Tür. Oma Spinne, ich bin's, dein Enkel, Anansi. Sie muss so erfreut sein, mich zu sehen. Oma Spinne war nicht begeistert, ihn zu sehen. Oh je, der schelmische Anansi wieder. Anansi! Oma, schön, dich zu sehen. Anansi begrüßte sie mit einer festen Umarmung, aber Oma war besorgt, dass Anansi wieder Ärger machen würde. Was willst du denn hier? Oma Spinne, mir ist langweilig. Ich dachte, ich könnte den Nachbarn bei der Arbeit helfen, aber du weißt, dass ich immer in Schwierigkeiten gerate. Heute ist ein Tag, an dem ich absolut keinen Ärger haben möchte. Wirklich überhaupt keinen. Und so bin ich zu dir gekommen. Wie kann ich in Schwierigkeiten geraten, da meine Oma in der Nähe ist? Oder? Oder? Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag mir einfach, wobei du Hilfe brauchst und ich werde sofort damit anfangen. Alles klar, komm mit mir. Oma Spinne brachte ihn zu einem leeren Beet. Auf diesem Beet müssen die Bohnen in den Boden gesteckt werden. Viel Arbeit, aber du hast ja den ganzen Tag Zeit. Oh, absolut. Es ist nur so, dass ich dachte, du hättest etwas weniger Anstrengendes. Nein, ich will's ja gar nicht ablehnen, wirklich nicht. Ich werde es absolut tun. Sei dir da sicher, Oma? In Ordnung. Dann fange ich gleich an. Oh, das habe ich beinahe vergessen. Ich mache deine würzigen Lieblingsbohnen zum Abendessen. Und wenn du gut arbeitest, kannst du auch nach Herzenslust welche davon haben. Würzige Bohnen! Oh, du bist die Beste, Oma. Und so ging Oma Spinne zurück ins Haus. Und mit einem großen Seufzer begann Anansi mit der Arbeit. Oh. Anansi begann, die Bohnen in den Boden zu legen. Aber in Gedanken war er beim Rezept für würzige Bohnen. Nur eine Stunde war vergangen und Anansi war schon müde. Die Sonne schien hell am Himmel und die Hitze drückte zu ihm herunter. Oh, es ist so heiß heute. Ich brauche ein Glas Wasser und ein bisschen Ruhe. Oma Spinne, ich brauche ein Glas Wasser. Sicher, hier, trink ein Glas Limonade. Es wird dich erfrischen und dann kannst du wieder an die Arbeit gehen. Das war so erfrischend. Jetzt muss ich auf den Markt, um ein paar Gewürze zu kaufen. Lass die Finger von den würzigen Bohnen. Die sind sehr heiß. Sobald ich zurückkomme und du die Arbeit erledigt hast, will ich dir eine anständige Mahlzeit auftischen. In Ordnung? Verstanden. Mach dir keine Sorgen, Oma Spinne. Und so ging Oma Spinne auf den Markt, während Anansi auf der Veranda saß, um sich ein bisschen auszuruhen. Ich kann mich etwas ausruhen. Oma muss es ja nicht erfahren. Ah, der Schatten. Der Geschmack der kühlen Limonade. Die sanfte Brise.
Was für ein schöner Nachmittag. Als Anansi sich entspannte, schloss er die Augen und schon bald fing er an zu dösen. Inzwischen war der Topf mit den würzigen Bohnen vollständig durchgekocht und sein köstlicher Duft drang aus dem Haus in Anansis Richtung. Der köstliche Geruch führte Anansi in eine Traumwelt, in der er von mehreren Töpfen mit würzigen Bohnen umgeben war. Er sprang herum vor Freude und nahm einen Löffel Bohnen in den Mund. Doch da wachte er plötzlich auf. Was? Das war ein Traum? Oh, aber das Aroma ist echt. Ich denke, die würzigen Bohnen sind fertig. Ich muss mal nachsehen. Oma hätte bestimmt nichts dagegen. Anansi folgte dem Duft und ging in die Küche. Da seid ihr, ihr himmlischen würzigen Bohnen. Lasst mich schauen, wie ihr aussieht. Anansi nahm den Deckel vom Topf und sah sich die dampfend heißen, würzigen Bohnen an. Meine Güte, das riecht zu gut für mich, als dass ich dem Geschmack widerstehen könnte. Ah, ich muss ein wenig probieren. Oma muss das ja nicht erfahren. Mit einem Holzlöffel schöpfte Anansi das köstliche Essen. Und steckte es in seinen Mund. Oh, das sind die leckersten, würzigen Bohnen, die ich je hatte. Ich muss noch ein bisschen mehr. Anansi dachte einen Moment nach und lächelte dann, als ihm eine glänzende Idee in den Sinn kam. Er nahm seinen Hut vom Kopf und füllte ihn mit den kochenden Bohnen. Ja, jetzt kann ich zum Beet gehen und so tun, als würde ich arbeiten und die Bohnen aufessen. Oma wird es nie erfahren. Aber in diesem Moment klopfte es an der Tür. Oma Spinne, die Schildkröte und ich sind zum Abendessen hier, so wie du uns eingeladen hattest. Oh nein, was soll ich nur tun? Die dürfen mich nicht mit den Bohnen sehen. Sie werden es der Oma erzählen. Oma Spinne, mach auf, wir sind hungrig. Ich denke, wir sollten einfach die Tür aufmachen und hineingehen. Vielleicht kann Oma Spinne uns nicht hören. Sie wird auch nicht jünger. Lass uns gehen. Gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und dann kam ihm noch eine gute Idee in den Sinn. Anansi setzte sich den gefüllten Hut auf seinen Kopf. Ah, das ist so heiß. Sofort begannen die Bohnen herunterzufließen. Heiße Bohnensoße lief jetzt auf Anansis Gesicht und in seinen Nacken. Und in diesem Moment kamen auch das Nilpferd und die Schildkröte herein. Oh, Anansi, was für eine angenehme Überraschung. Hallo. Bist du auch zum Abendessen hier? Das ist großartig. Oh, was für ein leckerer Geruch. Ich kann das Essen kaum erwarten. Wo ist Oma Spinne? Aber Anansi hörte gar nicht mehr zu. Und alles, woran er dachte, war, wie er den Hut mit heißen Bohnen von seinem Kopf bekommen könnte. Er begann zu zittern und zu zappeln, als würde er tanzen. Na, 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 na. Was machst du da, Anansi? Na, 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 das, na, 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 ist... Na, 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 mein Willkommens, na, 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 Tanz, na, 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 na. Das ist unglaublich, Anansi. Du bist so ein Tänzer. Schildkröte, lass uns zu ihm gehen und auch tanzen. Nein, 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 bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, er singt auch gut. Weiter so, Anansi. Aber Anansi konnte die heißen Bohnen nicht mehr auf seinem Kopf halten und warf den Hut zu Boden. Ah, verflixt! Was? Was? Anansi seufzte erleichtert, aber der kochende Bohnensaft hatte sein Haar zerstört und ihn völlig kahl gemacht. In diesem Moment hörte er seine Oma rufen. Anansi, wo bist du? Oh nein! Anansi wollte sich mit Oma Spinne nicht stellen,
sprang durch das Fenster und rannte ins hohe Gras, um sich zu verstecken. Ja, dort hat er sich verborgen. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr ihn vielleicht noch heute dort versteckt. Aber ihr werdet ihn nie mehr scharfe Bohnen essen sehen.